Ja, herzlich willkommen zurück. Diesmal mit Mikrofon wieder. Ist mir in der letzten Folge dummerweise das Mikrofon rauschen gegangen. Ich habe meine Abhörer etwas verändert und dementsprechend war ich dann nun in der Aufnahme mit alter Lautstärkeeinstellung fürs Mikrofon nicht mehr zu hören. Ja. Also das Nennenswerteste, was ich gebabbelt habe, war, dass es dann halt den hier gibt mit dem größeren Motor. Und ich jetzt Geldmangel habe und ich aber nicht hier kaufen, verkaufen will und so. Und ja, eigentlich wollte ich jetzt mit dem nochmal Geld verdienen und nochmal wieder fahren und nochmal fahren. Was ich wohl auch tun werde. Weil ich will ja zeigen, dass ich hier nicht mit kaufen und verkaufen irgendwie Kohle ranschummle. Falls das hier noch geht, weil ich hier wie gesagt noch nicht alle Patches genutzt habe früher, die ich jetzt hier gerade drin habe sonst. Und ja. Jetzt mache ich erstmal die Grafikeinstellung, damit wenigstens das passt zu dieser Folge. Abgesehen vom Mikrofon, wenn es wieder zurückkommt. So, willkommen zurück in dieser Session. Und ja, will ich mal Geld verdienen, ne? Muss. Also 356er nochmal. Das wird später dann noch ein bisschen knackiger, weil man halt einfach aufgrund dessen, dass man halt Kohle dann auch ausgeben muss, um in den Turnieren teilzunehmen und ja, irgendwoher muss es kommen. 3, 2, 1, los! Kuppe geht da hoch. Vorteile haben, dass er das gleichzeitig in 1 macht, aber dann, da die Lautstärke vom Mikrofon nicht passt, dann entweder gar nicht hörbar oder eben zu viel, falls das Spiel nicht Full Power läuft. Wenn das Spiel nicht Power läuft, das ist irgendwie ätzend. Man kann einfach beides Full Power aufnehmen und dann kann man sich das direkt normalisieren, zusammenmischen, zusammenmischen, fast normalisieren, und dann halt nochmal. Dann ist gut. Das ist easy, aber das gibt hier eigentlich. Kann mich da irgendwie auch nicht so dran gewöhnen, obwohl ich schon einiges mit Shadowplay gemacht habe. Ja, ich kann die Einstellung nicht gut.
bei dir. War ja damals bei Need for Speed 2 auch in der Kamera das mit dem Glück. Schon der Effekt. Oder hier auch Regen. Ich habe leider keine mehr. Die Preise sind jetzt gerade auf eBay auch ein bisschen zu hoch. Ich kann die Lust auf die Wertung ein bisschen zu nehmen. Das muss nicht sein. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle. Ja, dass ich damit nichts anderes sage. Ja, Highscore-Technik, ja logisch. Schon mal besser gefahren. Drei, zwei, eins, los! So, ja, der Rückspiegel.
Du bist auf dem ersten Platz. Du hast das Turnier gewonnen. Weiter mit dem nächsten Turnier. Ja, schaffe ich keinen Rekord hier. Naja. Der ist einfach zu lahmarschig. So ist das nun mal. So. Jetzt habe ich den 1500er. Den hier. Ja komm, ich verkaufe ihn für 13,1, weil ich habe ja den anderen von Haus aus mit dem größeren Motor drin. So kann man das natürlich auch machen. Ist ja natürlich immer doof, hier Gebrauchtwagen, da muss man mal gucken. Ja, irgendwas Übersetzungsverhältnis und so weiter. Nordnungsstur, Sportstoßdämpfer hat er drin. Hochleistungsluftfilter, Sportstoßdämpfer, Getriebe. So. Hat er das drin gehabt? Weiß ich nicht. Ist doch schon wieder affig. Getriebe hat er gehabt. Das ist ein bisschen doof. Gucken, das dürfte jetzt erstmal das Gröbste gewesen sein. Dann könnt ihr ja nochmal nacharbeiten. So viel immer merken hier, das geht immer gar nicht. So. Ja, Getriebe hat er. Sportstoßdämpfer. Gibt es vielleicht bessere? Weiß ich jetzt nicht auf dem Kopf. Nein, für den nicht. So, und das hat er, soweit ich das gesehen habe, nicht. Rüsten wir ihm jetzt auch noch nach. Achso, ja, ich habe die Originalteile ja noch nicht verkauft. Ich wollte schon gerade sagen, wie kommt das zustande? So, normale Reifen hat er ja. Gut. Ich ihn doch optisch noch mal an, dass er wieder aussieht wie mein ursprünglicher. Ja, brauchen wir nicht. Mach die Nummer weg. Kommt höchstens eine 13 drauf für die wilde 13, ja. So, jetzt muss ich den B kaufen. Ich möchte gerne ein Cabriolet haben. Oh, das kann ich mir mal leisten. Direkt aufrüsten. Mache ich nicht. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich mir den ganz ärmlich gerade so leisten können hier, was eigentlich ja auch nicht der Fall war, aber ich möchte mir ja gerne zumindest eigentlich ein bisschen schwieriger machen. Also die Code Certify schon jetzt. Soll ja ein bisschen mehr Herausforderung sein hier. Ich meine, ich kenne das Spiel bis hierhin in- und auswendig. Ich weiß, wie ich es zu machen habe. Ich kenne die Strecken. Drei, zwei, eins, los! Genauso wie Test Drive Limited, das ist von Eden Games eigentlich. Das ist schon. Ja, auf den Strecken kennt man sich dann doch mal eine Herausforderung. An einem Bank.
früher erwähnt habe, dass das Getriebe anscheinend unter unserem Hintern sitzt und der Motor weiter hinten. Deswegen laufen wir wieder hoch. Zum Glück schon über die Ziellinie hinaus. Du bist auf dem ersten Platz. Das lässt sich doch mal abspeichern, den Überschlag am Ende. Über am Ende. Ja, das kriege ich rein. Der Musiktitel war eigentlich echt ganz cool. Zumindest der Anfang. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die ja mal ein bisschen anheben. Da ein bisschen mehr Details von kommen, so. Das war glaube ich ganz cool hier. Einfach mal durch. Wieder mal. Macht für mich das Gameplay auch angenehmer. Mag dieses Hin und Her. Pendeln. 3, 2, 1. Los! Ich kann das dann später weiter gucken. Ich habe keine Lust mehr nach vorne. Die gesehen wird sich kaputt, weil das Pokémon natürlich aufgeweitet ist, weil so. Wenn man einen Account hat und angemeldet ist, dann ist es so. Ich
Ich habe ja immer noch nicht gehört. Jetzt sind es bald immer noch regelmäßig. Auch für die nächste Sprecher. Das war nicht so gut. Und dann sieht mein Fahrtrin besser, dass man mit der KI ist. Das macht die Sache spannender. Die Fahrer sind noch mit schlechten Augen. Eine Weile Geld sparen und zusammenfahren. Das ist eine Idee. Und das war ja so zu gut. Bei Weitem. Ah, ich denke, das machen wir so. Das macht die Sache spannender. Kommt noch mehr auf meinen Fahrtrend, wenn man die Kisten irgendwie hochkriegt. Das kann man so machen. Für die klassischen Rennen, dann habe ich auch die Schwierigkeitsgrad angehoben. Mittelrennen. Vielleicht ist das dann nicht so gesagt, ich habe es nicht gespielt. Also gut. Man kann es dann mal anders spielen. Du hast das Rennen gewonnen. Du führst die Turniertabelle an. Habe ich mir nochmal selbst geschlagen. Mit B den A runtergeschoben. Naja. Jetzt gehe ich aber in die Werkstatt und... Oder? Ich weiß nicht. Sagt ihr es mir. Ich mach's erstmal so, wie ich sonst gespielt habe. Ich mod den jetzt erstmal auf. Das wir nämlich schon haben, oder? In dem Fall. Jetzt keine Standardzustände. Ich glaube, das ist richtig. Deutlich richtig. Alles klar. Ja, man kann das auch nicht mal alles komplett noch auswendig wissen. Kleinigkeiten da.
Da passen nur irgendwelche Teile von irgendeinem anderen Wagen, kann das sein? Ich noch nicht verschirrt hab, ne? 356er Geschichten kann ich hier verbauen, also. Das ist interessant. Das ist mir früher noch nicht aufgefallen. Man wird alt wie ein Haus und lernt nicht aus. Ah ja, dann. Stimmt, ich kann jetzt 1500er, ne? Der schon teils gemacht war. Ja, das bringt dann völlig... So. Normandie, das war noch die letzte, dann habe ich das B-Turnier, das 356B, auch durch. Drei, zwei, eins, los! Meine eigene Schuhe.
Wäre ja mal interessant, mal richtigen Gegner zu haben. Gegen Computer-KI mache ich ja das über irgendwie nichts. Vielleicht noch ein Projekt. Du hast das Rennen gewonnen. Du hast das Turnier gewonnen. Weiter mit dem nächsten Turnier. Wäre ja vielleicht noch ein Projekt mit dem. Falls er das hier mal sieht, kann ihm das auch nochmal schreiben, dass ich mit dem Spiel softwaremäßig hier ready bin. Mal sehen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Ansonsten wäre da ja auch noch Dicker Yoshi, der jetzt meinte, er hat Battlefield 2 noch am Start. Und da ging ja sogar doch noch was online, obwohl eigentlich hatte ich zuletzt gehört, dass sie das dicht gemacht hätten. Mal schauen, was da los ist. Interessiert mich irgendwie auch. Und ja, kann ich mir irgendwie schon wieder ein Auto kaufen, ne? Mann, Mann, Mann. Tja, 911 oder den da? Das war im Übrigen der, den ich meinte, der da besser ist und da auch schon mitgefahren ist und man ihn ja erst später bekommt. Den GS Carrera 2, 2000er, ja. Ich hätte aber gerne den Apparat, ja. Und da lächelt sich mir die Finger nach. Und das ist doch mal was. Richtig feines. Ja, den tune ich auch unbedingt. Ich brauche richtig Saft. Filter, Verglaser, vielleicht eine Schwungscheibe, großes Drosselklappengehäuse. Ja. Bei doch, ja, das kann man auch. Das ist schon. Manchmal ist das so, dann ist es schon Standard drin und. Eigentlich das Übersetzungsverhältnis, der soll beschleunigen die Hulle. Das brauche ich. Stoßstangen-Upgrade. Hat er das nicht? So, dass man sich nicht erst angucken kann und dann verbrauchen kann. Ich nehme einfach die Nummer 4 und dann ist gut. Harte Domstrebe, einer mit Felge 4, ist auch optisch ganz geil. Weil das ist doch nicht so. Da braucht man Schickeres drauf. Alles dran und rein damit. Irgendwie cool Tuning, aber irgendwie auch, naja. Das gab es in späteren Teilen halt irgendwie besser. Turmstrebe, zack. Selber. Ja, voilà. Ich glaube, das mit dem. Ach so, doch, denn. Ja, die Motorhaube, Stoßstangen technisch, wo dann hier nochmal was drauf kommt. Kühlungstechnisch hier. Da gibt es dann dieses Ducktail, das kleine Ding, das kommt später noch, ne? Das wäre dann die Standardmotorhaube, die dann noch getauscht wird. Oder getauscht werden kann. Das ist jetzt das Luftfilter, wie nicht dran. Warum? Ja, Hochleistung. Was ist da passiert? Bei so einem chronischen Luftfilter. Ah. 10 mit 15. 15. Ja, das war die Stimme. Okay. Ein Teil zu viel gekauft, mache ich bestimmt ein bisschen Minus, aber na gut. Was soll's? Können wir mit leben, ist das nicht so teuer. Ja. Das ist der Nachteil an dieser Art von Tuning. Von der Gruppe. So, dann sehen wir uns wieder, wenn ich den 911 trete. Bis dann.